Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky hier bei Explorer LP. Wir sind in der dritten Galaxie, die im Übrigen auch von einem anderen Spieler vorher schon wohl erkundet worden zu sein scheint. Haben uns hier den Atlas Pass 1 geholt und sind jetzt auf einem Planeten mal gelandet, um ein bisschen zu erkunden. Was wir auf jeden Fall brauchen sind, also ich, du da draußen nicht, aber ich, Taschenplatzerweiterung müssen wir auf jeden Fall haben. Also da werden wir uns jetzt alles mitnehmen, was wir hier finden können. Ja, und Atlas Pass 2 und 3 stehen jetzt natürlich auf der Liste und man kann die wohl durch die geschlossenen Basen finden, die man da einnehmen muss. Leider haben wir dieselbige bis jetzt noch nicht gefunden, beziehungsweise wir haben ja jetzt großartig hier noch nicht geschaut. Wir fliegen jetzt einfach rum. Und alles, was auf dem Weg ist, nehmen wir mit. Kohle haben wir ja noch genug. Brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Ja? Darf ich? Das wird teuer. Teuer. So, was haben wir denn hier? Gesundheit. Ups. Inventar voll. Den kann man wieder aufladen hier, den Kollegen. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht, ne? Raumschiff. Was kann man denn da noch reinpacken? Bah. Plutonium, oder? So. Suspensionsflüssigkeit. Okay, achso, wir hätten. Komm, wir nehmen noch. Ja, sorry. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Speichern. Gut, dann geht die Suche weiter. Und wir schauen mal, was da uns noch so erwartet. Ja, das brauchen wir nicht hier. Titan kann man drauf verzichten. Was haben wir hier? Hier könnte man mal ein bisschen verkaufen, ne? Hoffe ich. Dann landen wir mal. Ja, da hier können wir verkaufen. Dann landen wir mal eben sagen, guten Tag. Blups. Ja, unentdeckt stimmt ja nicht so ganz, ne? Es sei denn, der Kollege, der vorher auf dem Planeten war, hat die gänzlich missachtet hier. Plutonium brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Drei Basen, das ist auch ziemlich groß. Da ist er schon. Ja, bereits bekannt. Kohlenstoff nehmen wir mit. Du hast das Gagwort für Handeln gelernt. Sehr schön. 1000 Units, auch sehr schön. Irgendwas zum Benutzen hier. Das hier, wir reden erstmal mit ihm. Okay, wir reden nicht mit ihm.
So. Wieso ist das Inventar denn immer noch voll? Wir haben doch... Was? Kinder, was macht ihr denn bei mir? Alles. Aber das hat jetzt nichts mit dem Extra-Anzug zu tun gehabt, ne? Doch. Jetzt aber. Verzweiflung, Händler und Maribel niedrig geben. Der Händler blickt traurig auf die Ausgangstür, als säße er schon eine Weile hier drin fest. Er beugt sich mit seinem Schnabel nach unten und pickt deprimiert auf die Energiezellen und das Lebenserhaltungssystem seines Anzugs. Er sieht abgenutzt aus. Die fehlende Ladung bedeutet, dass er für die Bedingungen auf den Planeten und die Räuber, die draußen wüten, unzureichend ausgerüstet ist. Der erleichterte Händler sondert ein Gaspaket ab. Er lädt die Energiezellen seines Anzugs auf und belohnt mich mit etwas, was ich schon kann. So, das Observatorium wurde vor langer Zeit von seinen Aufsehern verlassen. Dicke Staubschichten erzählen von jahrelanger Vernachlässigung. Doch die Systeme sind nach online und scannen den Himmel so wachsam wie eh und je. Das Signal einer weit entfernten fremden Welt leuchtet auf dem Monitor und um seine Herkunft zu bestimmen, muss ich nur die richtige Antwort eingeben. 2109 ist hier 1092 0912. Die 9 rutscht immer 1 vor. Was ist das denn? Geschafft. Wir haben eine Ruine entdeckt. Ja, aber die Zahlenrätsel können ja auch diesen Atlaspass kriegen. Können wir. Kriegen wir aber nicht. Derzeit noch nicht. Hier kommen wir raus, ne? Oder? Atlas Pass 2, ja. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Das ist schön. Bereits bekannt. Du hast das Gagwort für Verkäufer-Gag gelernt. Hier ist noch ein Rätsel. Wie es scheint, bleibt ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich das Verschlüsselungsmuster knacken kann, könnte ich vielleicht die Koordinaten extrahieren. Das hatten wir doch schon mal. Notrufkoordinaten lokalisiert. Abgestürztes Schiff. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das ist, wo wir eben waren. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Das habe ich eben wieder vergessen, bei dem noch mir ein Explorer. So, Kollege. Geben Oxid, Freund. Die wollen alle Oxid, da brauchst du gar nichts machen. Seltenes Oxid geben. Das würde ich zufrieden und fühle mich plötzlich, als würde ich in einem kristallklaren Meer herumliegen. Was war's? Bring mir was bei.
bringt mir nichts bei. Warte, hier ist doch irgendwas gerade. Ja. So. Wollen wir mal fleißig verkaufen, wa? Dip, 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 dip. Titan kann weg. Elektronendampf kann weg. 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 Machen wir jetzt alles weg hier. So. Okay. Ist das hier wieder Iridium? Nein. Was haben wir denn jetzt noch im Inventar? Ah, doch so viel. Lade die Aufrüstung. Sammle Zink, Titan oder Schildsplitter. Okay. Dann können wir jetzt ein bisschen Plutonium sammeln. So, was ist denn da gelandet? Eine Eierschüssel braucht man nicht. Platin. Okay, dann wo ist denn hier der Speicherpunkt? Wo ist hier... Oder hat man den... Ne, den hat man noch nicht benutzt, oder? Das ist ja doch hier, oder? Zack. Und dann würde ich sagen, dann reisen wir weiter. Ich würde sagen, weiter in die Richtung hier. Und lass mal gucken, wie weit ist das Schiff entfernt? Ach, das ist ja gar nicht so weit. Dann düsen wir da mal eben hin. Okay, Explorer Düsen heißt Gas geben. Oh, diese Steuerung, ne? Ups. Da hinten können wir noch... Ah, schön. Ah, ich glaube, hier waren wir doch schon, oder? Ziel erreicht. Bereits bekannt. Das Innere des abgestürzten Schiffes ist ein Sammelsurium an Technologien, die möglicherweise aus anderen Schiffen geplündert wurden. Die korpulente Leiche einer Lebensform mit einem Schnabel breitet sich über das Bedienfeld aus. Der Verstorbene hatte eindeutig eine Vorliebe für die schöneren Dinge des Lebens. Der Frachtraum wird von einer Art selbstgemachten Sicherheitssystem geschützt. Wie das restliche Schiff besteht es aus einem Mischmasch aus mehreren Technologien. Eine Deaktivierung könnte schwierig werden. Dann wollen wir nur den Piloten durchsuchen. Nachdem ich den aufgedunsenen Leichnam vom Bedienfeld heruntergeholt habe, werde ich von einem verwesten Geruch und lerne ein bereits bekanntes... ne? Okay, das ist jetzt genauso gut wie unseres. Braucht man nicht.
Kann man hier abspeichern? Ne, ne? Bei den Dinger kann man nicht abspeichern. Das ist nur Licht? Ne, kann man nicht. Wetter.com. Jetzt auch bei No Man's Sky. Die Würfel lassen wir auch mal dezent links liegen. Gibt noch Stress. So, da will ich jetzt hin. Ups. Ups. Ja. Dann haben wir das auch. Und weiter geht's. Gehen wir weiter in die Richtung. Und geben ein bisschen Gas. Da können wir wieder einen Slot holen. Lups. Bams. Und abspeisern. Tamio nehmen uns mit, warum auch immer. Und das ist eine Antenne. Wollen wir mal starten? Startschubdüse bei Null. Müssen wir gleich betanken. So, weiter geht's. Was ist das hier? Ja, den kann man ignorieren. Was haben wir da hinten? Unten rechts können wir auch ignorieren. Den können wir ignorieren. Ich will eine Basis zum Einnehmen finden. Die sind echt irgendwie selten. Was haben wir hier? Mal kurz landen. Bereits bekannt. Dann speichern wir ab. So. Und den Kollegen neu betanken. So. Weiter geht's. So eine kleine Emeril-Ader wäre jetzt nicht schlecht. Können hier landen, aber das bringt uns nichts. Das ist
Lernen tun wir sowieso nichts. Das haben wir ja schon gelernt, dass wir nichts mehr lernen. Ohne diesen Atlas Pass 2 und 3 kommen wir nicht weiter. Was bist du? Das könnte was sein. Ich hoffe, wir waren noch nicht hier. Nee, Tür ist auf. Egal, wir gehen trotzdem mal gucken. Ich glaube, wir müssen doch mal so ein Titanengedöns einnehmen, damit wir unseren Schild wieder aufladen können. Schildplatte. Gag-Amulett. Antimaterie. Speichern. Ich wollte gerade sagen, da sitzt einer. Nichts gefunden. Plutonium brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da geht's raus. Ruckel, ruckel. Ich habe eine Leiche gefunden. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Sollte es davon noch mehr geben, hoffe ich, dass sie auch alle tot sind. Zuerst dachte ich, es würde sich um die kläglichen Überreste eines fehlgeschlagenen Materietransfers handeln. Ein Käfig voller Knochen und Fleisch, übersät mit schiefen Zähnen und wässrigen, lidlosen Augen. Aber nein. Es war ein Grauen der Evolution, das von der unbarmherzigen Natur verdreht worden war. Ich muss mir einfach vorstellen, wie es lebendig ausgesehen haben könnte. Und ich habe Angst, dass es vielleicht wieder zum Leben erwacht. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokoll des toten Reisenden. Es wurde mir etwas hinterlassen. Danke. Thank you very much. Wo ist, da ist unser Schiff. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, ob wir hier noch Glück haben auf dem Planeten und noch irgendwas finden, Interessantes etc. pp. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.